Hallo und herzlich willkommen in dem Fall zu einem neuen Video zu F1 23. Leute, ich wurde im Twitch-Chat oder Twitch-Stream jetzt häufiger gefragt, Marcel, kannst du mal ein bisschen F1 World erklären, beziehungsweise welche Farben sind hier eigentlich bei den ganzen Autoteilen, Tech-Leveln und so weiter am besten? Ich selber bin ganz ehrlich, ich bin da noch in den Kinderschuhen. Ich bin vielleicht noch nicht der perfekte Technik-Freak, sag ich mal, um zu sagen, Mensch, das und das ist es. Aber so ein paar Sachen habe ich natürlich auch schon rausgefunden. Und zwar wurde ich unter anderem gefragt, welche Farbe ist eigentlich die beste? Und hier kann man das eigentlich relativ gut schon gleich sehen, weil man die Cam ist da ein bisschen vor. Es gibt dann ungewöhnlich, selten, episch, legendär. Und nach legendär kommt noch einzigartig. Man kann sich so eine kleine Eselsbrücke eben dann auch immer bauen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Mensch, pass auf, ungewöhnlich kostet hier zum Beispiel, wenn du was aus einer Blaupause erstellen willst, 8000 Cash, 20 Erkenntnis, 150 Schreckendaten, 300 Reifenabnutzungsdaten. Gehst du hier hoch, ne, dann ist es teilweise das Doppelt- oder Dreifache, sag ich mal, ne, zwischen selten und ungewöhnlich. Das gleiche ist, wenn du von selten auf episch gehst, dann verbrauchst du auch nochmal wieder mehr Ressourcenpunkte, wenn du dir selber was herstellen willst. Und das gleiche wieder auf legendär. Ich habe zum Beispiel gedacht, die entscheidenden Erkenntnisse, wo jetzt noch 407 verfügbar sind, die brauchst du zum Beispiel auch, um dein Stickeralbum zu vervollständigen, wenn du jetzt nicht alles erfahren hast, sondern du willst dir das freikaufen. Das heißt, 407 ist gar nicht so viel, wenn man das im ersten Moment so überlegt. Und wenn man dann halt eben auf einzigartig geht, ja, dann kostet das nochmal was ganz anderes. Wobei das hier oben nur zeitlich begrenzt ist. Und eben habe ich schon eins gekauft. Weiterer Unterschied ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel, wir gehen jetzt mal hier auf, was nehmen wir denn jetzt hier mal? Wir gehen hier mal auf den Flügel. Jetzt zum Beispiel ist ja der epische Flügel mit Level 153. Ausgewählt. Und mein Tech-Level ist oben, sieht man oben rechts, Level 251. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses mit Level 272 nehme und ich rüste das aus, tada, ich bin 15 Level hochgegangen. Nur mal so als Beispiel, sag mal. Die sind ja jetzt alle recht ähnlich. Ich habe das dann zum Beispiel so gemacht, dass ich die recht ähnlich sind, halt irgendwann einfach gelöscht habe. Was wir jetzt nochmal eben machen können, weil wir haben ja gelernt, ungewöhnlich ist ja das Schlechteste. Man kann das hier natürlich auch, ich werde das jetzt fürs Video einfach mal machen, man kann das verbessern. So, nochmal drauf, so und jetzt steht da schon maximales Upgrade-Level erreicht. Wir sind jetzt bei Level 268 und sind bei dem Teil auf Level 290. Das sieht man ja bei, da steht ja Fang MK1 und da steht 290. Ich komme hier aber nicht höher, das heißt ich bin mit dieser Stufe jetzt halt am Ende. Ich könnte aber jetzt genauso gut hier die ganze Zeit jetzt auch nochmal boosten. Also ich rüste das jetzt mal eben aus. Dann bin ich zwar jetzt wieder auf Level 251, kann aber hier immer weiter hochgehen. Das Problem ist aber, dass ich dann irgendwann auch nicht weiterkomme. Weißt du, also so viel gebracht hat es dann nachher auch nicht. Also man muss halt wirklich gucken, dass man die höchsten Dinger nimmt, also wie jetzt das Legendäre hier jetzt als Beispiel, und das verbessern wir jetzt so hoch wie es geht. So, dann haben wir hier, also Stand jetzt, das was ich jetzt hier habe, sind wir am besten. Wir können natürlich bei Autoteile herstellen mal einmal gucken, aber dafür habe ich gerade nichts. Das Flügelinventar ist voll. Was macht man also? Ich lösche jetzt erstmal die Dinger, die ich nicht mehr brauche. Weil, ich glaube, wir waren ja auf Level 290, war ja das Höchste. Und ich brauche nicht ja alles doppelt und dreifach. Das könnten die vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ja, upgraden, sag ich jetzt einfach mal. Da tut nicht Not. So, das heißt, wir werden das hier mal hier machen. Damit wir mal einen so einen Teil halt mal eben zusammen machen. Und dann macht ihr genau das Gleiche bei den anderen Teilen halt eben, auch. Wobei, dann muss man auch immer, das ist auch noch wieder so eine Sache. Dieser Flügel hier zum Beispiel gibt 13 Punkte mehr bei DRS-Effizienz und 7 bei Luftwiderstand. Jetzt müsste man natürlich wieder gucken, was braucht man von Strecke zu Strecke als Beispiel, ne? Man könnte hier zum Beispiel auch bei Vorschau wieder gucken. Wobei, wie mache ich das denn jetzt hier gerade? Ne, da komme ich gar nicht rum, ne? Ne, da war ich ja tiefer. 259... 268, warte mal. Ja, guck mal, aber der gibt ja nur 4 Abtrieb. Also nehme ich ja den hier lieber. So, wir demontieren trotzdem mal die anderen Sachen.
Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Weil wir sammeln ja auch super viel. Ihr seht ja, ich habe ja 167 Gegenstände. Die kann ich momentan nicht aufnehmen, weil alles voll ist. Das sind ganz viele Verträge. So, Autoteil herstellen. So, jetzt nehmen wir mal was Legendäres. Das kostet jetzt 50.000 Cash, 20 entscheidende Erkenntnisse, 600 Setup-Daten und 1.200 Schreckdaten. So, her damit. Ausrüsten. So, guck mal, hier, seht ihr mal, was das jetzt für ein Sprung ist, ne? Von 220 auf 324. Ja, und von 259 Tech-Level auf 272. Das heißt, den hier können wir auch wegpacken. Brauchen wir nicht. Und hier werden wir nochmal ein bisschen auf Verbessern gehen. Jetzt sind wir Level 273, 74, 75, maximales Level erreicht. Guck mal, und so bin ich bisher vorgegangen. Und guck mal, wir sind jetzt... Ah, da ist die Kamera jetzt davor. Ich mach sie mal kurz weg. Wir sind jetzt hier bei Level 348. Wenn wir das bei den anderen Sachen jetzt genauso machen, dann geht da auf jeden Fall gut was ab. Seht ihr mal, ich habe ja hier sogar schon ein paar Sachen, die wir nochmal upgraden können. Wobei wir immer nochmal gucken müssen, welche Zusatzattribute sind da halt mit bei, ne? Gewichtsreduktion oder Treibstoffeffizienz. Das sind nochmal so ein paar Sachen. Oder ihr könnt vielleicht nochmal was herstellen. Ne, wobei man dann halt eben gucken muss, Getriebeinventar ist voll. Das heißt, ich habe hier also zu viele Sachen, die ich nicht brauche. Die löscht man dann einfach nochmal. Ich habe das auch geschafft durch den Podiumspass Level 50, dass wir unseren einzig wahren hier haben. Ich habe natürlich auch Günther Steiner, je nachdem, was wir halt lieber haben wollen. Und die Verträge, sag ich mal, sind natürlich auch irgendwann aufgebraucht. Das ist jetzt zum Beispiel noch für neuen Events und dann muss ich wieder den Vertrag erneuern. Also das ist alles noch ein bisschen Neuland für mich, aber es wird, glaube ich, nochmal ziemlich nice. Hier zum Beispiel ist ein Vertrag abgelaufen. Dann können wir sehen, Verträge erneuern und dann gucken wir mal. Das sind alle ungewöhnlich hier. Was habe ich hier? Episch. Cash-Bonus nach Start in den Top 10 Level 2. Dann rüsten wir das doch ganz mal aus. Zack. Ja, und so geht das die ganze Zeit über weiter. Wenn wir hier zum Beispiel bei dem Vertrag unten für die nächsten 4 Events, ne, Bonus-EP bei Events mit niedriger Reifenabnutzung plus 23 Motorleistung bei 60 Sekunden beim Rennstart. Also mein Motor ist beim Rennstart nochmal besser als bei den anderen. Also, huh. Also ihr seht schon, einzigartig wäre natürlich das Beste. Legendäre Artikel habe ich hier schon ganz viel. Es geht immer noch weiter. Also man kann hier wirklich noch super viel einstellen. Und auch, das gibt übrigens auch ein Steam Achievement, wenn man jetzt aus einer Blaupause was halt eben erstellt. Und da kann man für sich selber natürlich auch nochmal so ein bisschen schauen. Was ich aber von euch gerne wissen möchte: Welchen Tipp gibt ihr mir? Welchen Tipp gibt ihr diesem Video, um noch erfolgreicher zu werden? Ich zum Beispiel, das ist ja jetzt erst der Anfang einer Serie. Ich habe das mal bewusst so gemacht, dass ich mich noch nicht super schlau gelesen habe, was diesen Teil angeht, sondern ich möchte gemeinsam mit euch wachsen. Ich möchte regelmäßig F1 World Videos bringen, wo wir halt eben merken, okay, pass auf Marcel, am Stand 28.06. haben wir halt eben dieses Auto hier, wo wir ja mit dem Teammanager schon mal sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und wir wollen halt eben dementsprechend immer weiter, immer besser. Was bringt das wirklich, ob wir nun Treibstoffeffizienz machen oder DRS-Effizienz? Das, was ich gelernt habe, ist, dass die ersten Runden in F1 World oder die ersten Strecken sehr, sehr einfach sind, weil unser Tech-Level einfach so extrem krass ist. Und irgendwann wird es wahrscheinlich so schwer, dass wir gar keine Chance mehr haben. Aber wir gucken mal, was kommt. Wir grinden rein. Und werden uns natürlich auch im Livestream diese ganzen Challenges einfach mal anschauen. Wir gucken mal eben nochmal ganz schnell. Wir haben ja wieder Cash gekriegt hier. Hier haben wir wieder ein paar Events. Und das, was immer gelb hinterlegt ist, müssen wir noch machen. Das, was weiß ist, habe ich schon gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Kommentiert es. Hä? Hä? Genau. Auf Plattdeutsch würde man jetzt sagen, das ist Warwin, das ist wahr gewesen. Ey, das lassen wir einfach mal drin, oder? Habt ihr euch erschreckt? Ja, ich weiß. Naja, was ich sagen wollte, gelb ist das, was wir noch machen müssen. Weiß ist das, was wir schon gemacht haben. Und guckt halt immer drauf auch, dass gewisse Sachen nur eine gewisse Tagesanzahl noch da sind. Jetzt zum Österreich Grand Prix zum Beispiel ist das hier halt eben
eine Challenge und das wird dann halt wieder ersetzt, wenn wir in dem nächsten Grand Prix sind, ne? Also, wie gesagt, Daumen nach oben, kommentieren, ob ihr da Bock drauf habt, dass wir gemeinsam in dieser Serie wachsen und uns gemeinsam Tipps und Tricks geben. Ich würde mich freuen und ansonsten sehen wir uns auch gerne auf Twitch, TV, Invermaster. Ich bin raus, euer Marcel. Bye, bye. Ciao, ciao.